Level X Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Player Review. Ich will heute gemeinsam mit euch auf die neue Prime-Variante von Raoul gucken. Eine Icon, in manchen FIFA-Jahren kommt die brutal gut rüber, in manchen kam die nicht so gut rüber. Und ich habe ihn in diesem Jahr noch gar nicht gespielt, deswegen will ich den auf jeden Fall testen. Vom Preis her knapp 400.000, frisch nach Release. Mal gucken, wo er sich so wirklich einsiedelt. Ich denke, ein bisschen droppen wird er auf jeden Fall noch. Ansonsten muss man sagen, Raoul kennt man. 1,80, der ist nicht so brutal klein, wie man denkt. Hochmittelarbeitsraten, das ist auf jeden Fall gut für einen Offensivspieler. 4 Sterne, absolutes Muss zum aktuellen Zeitpunkt. Bei den Attributen sieht man auf jeden Fall sehr viel, was einem gefällt. Bei dem Tempo, da ist noch ein bisschen Luft. Deswegen muss ich auf jeden Fall mit dem Hunter gearbeitet werden, weil der muss zum aktuellen Zeitpunkt einfach ein bisschen schneller auf den Platz überkommen. Die Schusswerte, ein 96er Abschluss, 96 Stellungsspiel. Also hier mit dem Hunter auch nochmal gepusht. Ich denke, Buden werden wir heute auf jeden Fall sehen. Die Passwerte, eigentlich nicht verkehrt. 94 Übersicht, 89 kurzer Pass. Aber eine der großen Problemstellen an dieser Karte ist der lange Pass. Nur eine 66. Ich bin echt gespannt, wie kritisch das gleich auf den Platz rüberkommen wird. Weiter mit den Dribbling-Werten. Hier 90 Overall, 88 Beweglichkeit, 92 Balance. Das sind gute Werte. Der Rest der Dribbling-Werte genauso gut. Echt gespannt, wie das gleich auf den Platz rüberkommen wird. Kopfbälle kann er auf jeden Fall auch machen. Die Stärke nicht verkehrt, aber Aggressivität ist schon brutal niedrig. Spezialeigenschaften ist dann noch besonders der angeschnittene Schuss für uns interessant. Flair ist auch noch dabei. Bisschen mehr Variabilität in den Abschlüssen. Nice zu haben. Ich bin jetzt gespannt, wie sich Raoul in diesem Teil spielt. Ab auf den Platz. Komm, Raoul, 4 Sterne Skills sind auch dabei. Das Movement und das Dribbling kommt gut drüber. Und mit dem schwachen Fuß knallt er den hier rein. Das war nice. Komm, da oben ist viel Platz. Ja, hier kommt der lange Pass sehr gut an und fast die Vorlage zumindest. Aber ich bin echt gespannt. Gerade dieser lange Pass, der kann wirklich kritisch auf den Platz rüberkommen. Komm, die Reise geht weiter. Und das Tempo kommt doch nicht schlecht rüber. Und mit dem Starken die nächste Bude. Quote bisher ist in Ordnung. Schon ziehen wir den ersten Rage Quit. Wir brauchen natürlich mehr Szenen. Weiter geht's. Komm, Raoul bekommt hier vorne den Ball. Und der lange Pass kommt perfekt an. Der Schuss war nicht perfekt. Aber ich muss sagen, die langen Pässe bisher, so viele Probleme hatte ich bisher noch nicht. Komm, 4 Sterne Skills sind auch dabei. Oh, das Movement kommt gut rüber. Also die Dribbling-Werte sind ja auch brutal hoch. Boah, da bekommt er den Ball ab und vor der Bude ist er einfach sicher. Die nächste Bude ist auch da, sehr stark. Komm, die Kopfballwerte sind doch auch gut. Oh, der Volley war auch nicht schlecht. Leider abseits, aber das war krass. Komm, die Lücke ist da und jetzt mit Tempo und mal mit dem schwachen Fuß geht er schon wieder rein. Also die Quote vor der Bude ist wirklich in Ordnung. Und das Tempo muss man sagen, ja, es könnte noch ein bisschen schneller auf den Platz rüberkommen. Aber das ist schon nicht verkehrt. Und hier wieder mit Gewalt die nächste Bude. Also ich muss sagen, die Quote oder wie viele Buden er hier gerade macht, absoluter Wahnsinn. Komm, die Lücke ist da. Einmal schnell drehen und schon wieder ein bisschen weiter aus der Distanz mit dem schwachen Fuß. Also absoluter Wahnsinn, was diese Karte hier gerade treibt. Spiel ist rum, 4 Buden gemacht bei nur 5 Versuchen. Absolut Wahnsinn die Quote. Wir brauchen natürlich noch mehr Szenen, deswegen ab ins nächste Spiel. Ah, die richtige Lücke getroffen und wieder gut durchgegangen. Also das Stellungsspiel kommt ja brutal an der Karte rüber. Immer im richtigen Spot und diese Quote ist einfach der Wahnsinn. Mit was für einer Schusskraft die raufkommen. Da oben steht er wieder genau richtig. 4 Sterne Skills sind da und aus der Drehung. Also ich muss sagen, es ist wirklich verrückt, wie viele Tore hier gerade passieren. Er gewinnt hier schon wieder den Ball wieder. Also ich muss schon sagen, das kommt wirklich oft vor, dass er hier nachsetzt und die Bälle wieder gewinnt, obwohl die Aggressivität, wie gesagt, so niedrig ist. Also wie gesagt, die Karte kommt hier richtig gut gerade auf den Platz rüber. Komm, da vorne lauert er doch schon wieder und die nächste Bude ist auch da. Wie gesagt, das Stellungsspiel ist der absolute Wahnsinn. Vorne immer anspielbereit und mit diesem schnellen Dribbling kann er sich dann immer schnell drehen und dann sofort abziehen. Und wie wir sehen, klappt das ziemlich gut. Komm, da oben ist die Lücke und der lange Pass. Ja, ich würde sagen, kommt doch in Ordnung an. Also wie gesagt, das kann noch ein bisschen besser sein, aber das war doch nicht schlecht. Oh, wieder durchgegangen und wieder mit dem nächsten Volley die nächste Bude. Also eine absolute Tormaschine hier. Natürlich auch der nächste Rage Quit. Ich will mir noch ein letztes Abschiedsspiel mit ihm gönnen. Komm, und dann steht er schon wieder richtig, die nächste Bude. Also falls du jemanden suchst, der bei dir Tore macht, Alter, dann kann ich das jetzt schon sagen, holt den auf jeden Fall. Und der lange Pass, ja Leute, was soll ich sagen, auch der kommt gar nicht so verkehrt rüber. Na klar, es geht noch ein bisschen besser immer, aber ey, wie gesagt, das kommt nicht so verkehrt rüber, wie es eigentlich auf der Karte aussah. Oh, komm, schon wieder ging er durch und mit dem Tempo, ey Mann, das kommt doch gut auf den Platz rüber. Und hier sehen wir mal, dass er auch nicht jeden Ball reinmacht. Also wie gesagt, die Quote bisher absolut in Ordnung, das verzeiht man ihm gerne. Komm, und Kopfbälle kann er ja auch machen, das ist auf jeden Fall eine Gefahr mit ihm und hier macht er das auch. Also wie gesagt, die Kopfbälle, ich weiß es noch aus den letzten Jahren, die waren immer richtig brutal an der Karte. Und der Pass kommt schon wieder an. Ja, was soll man jetzt über den langen Pass sagen? Also die meisten von denen kommen einfach an und der, wie gesagt, so kritisch wie es aussieht, ist es einfach nicht.
Komm, oh Mann, und schon wieder kommt der Pass an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir spielen ja aktuell den mittleren Puskás da vorne. Aber ich muss sagen, diese Leistung, ich kann ihn ja gar nicht gehen lassen, Alter. Was der hier gerade gezaubert hat, absoluter Wahnsinn. Und ich denke auch, der Rage Quit kommt hier, da ist er auch. Also ich habe wirklich genug von der Karte gesehen. Lass uns mal ins Fazit gehen. Also Raoul, muss ich echt sagen, in dieser Prime-Variante vielleicht für mich die größte Überraschung in diesem FIFA-Teil. Der kommt in diesem Jahr richtig genial auf den Platz rüber. Der macht einen richtig brutal guten Job. Passt einfach richtig gut in die Meta von diesem Teil rein. Und wie wir gesehen haben, der macht Buden ohne Ende. Und das ist ja auch das absolut Wichtigste am Stürmer, dass er die Tore macht. Und das garantiert er euch hier. Und bei der Bewertung, da habe ich ihm jetzt 90% gegeben, habe hier echt gestruggelt. So wie er jetzt hier gespielt hat, hätte ich ihm auch locker die 100% Leistung auf den Platz geben können. Aber man weiß ja, da ist noch ein bisschen Luft im Tempo drin. Es könnte noch ein bisschen schneller gehen. Auch die Passwerte, der lange Pass. Jetzt kann man zwar immer an, aber wird das auf Dauer auch so sein? Deswegen, da sind noch so ein paar Fragezeichen an dieser Karte. Aber ich muss insgesamt sagen, der hat sich richtig genial gespielt. Das, wo man einfach gedacht hat, dass die großen Mankos werden, wie der lange Pass oder die Aggressivität, das kam einfach auch gut auf den Platz rüber. Viele der langen Pässe kamen richtig punktgenau an, die Aggressivität oft nachgesetzt und Bälle wiedergewonnen, hatte auch einfach die Physiswerte, dass das funktioniert. Und ich muss einfach sagen, womit dieser Raoul glänzt, ist einfach das Dribbling gepaart mit dem Abschluss. Du passt den Ball zu ihm und dann kann er sich mit diesen Dribbling-Werten einfach brutal schnell drehen und mit den Abschlusswerten brauchst du nicht viele Chancen mit ihm. Und der macht die Buden, ich kann es nur wiederholen, absolut Wahnsinn. Also falls ihr gerade noch einen Stürmer sucht, probiert den auf jeden Fall mal aus. 400.000 ist nicht so viel Geld in meinen Augen für einen Stürmer, der so eine Torquote hat. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, habt ihr den ausprobiert? Hat er bei euch auch so geglänzt? Oder war das jetzt nur bei mir ein Sonderfall hier gerade in diesen Spielen, dass er gerade hier so überzeugen konnte? Ich denke, damit komme ich zum Ende von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Lasst ein Abo da, falls ihr neu auf den Kanal gestoßen seid und in der Zukunft mehr Reviews sehen wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.